So Leute, jetzt bin ich heute mal für euch hier mit einem speziellen Thema. Und zwar bekomme ich ja mittlerweile ziemlich viele Nachrichten auf YouTube, auf Facebook. Die Leute fragen nach, die Leute wollen Übungen sehen. Und ich versuche natürlich immer, den ganzen Wünschen irgendwie gerecht zu werden. Das ist natürlich manchmal viel, da ich auch natürlich mit der Uni, mit dem Training, natürlich parallel ein paar Sachen habe, die ich auch immer erledigen muss, die ich nicht schleifen lassen darf. Und ich versuche aber immer, dem Ganzen nachzugehen. Und jetzt wurde ich gefragt von einer Person eben, ja, zeig uns doch mal so eine richtig krass koordinative, anspruchsvolle Übung. Und deshalb zeige ich für euch jetzt heute mal die Übung Handicap-Schwimmen. Und zwar ist es einfach die Übung, ich nehme mir selber quasi zwei Extremitäten weg. Ich schwimme nur mit einem Arm und mit einem Bein und die anderen zwei Körperteile halte ich hier eben verschränkt auf den Rücken und schwimme quasi nur diagonal, zum Beispiel linker Arm, rechtes Bein oder eben umgekehrt. Und ich habe das bis jetzt selber nur immer im Brust gemacht, aber es lässt sich natürlich in allen Lagen machen. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ich schwimme mal 100 Meter Lagen mit dem Handicap und versuche es einfach mal. Und der Witz an der Übung ist es eben, dass es eben, man muss eben koordinativ eben richtig gut arbeiten, dass man eben auch Vortrieb erzeugen kann. Man muss sich auf die Körperteile fokussieren, die man eben noch zur Hand hat. Und da eben den Druck finden, den Abdruck finden, die Technik sauber halten. Und das ist das Anspruchsvolle an der Übung. Ich schwimme jetzt 100 Meter Lagen und immer auf der Bahnhälfte wechsle ich kurz die Seite, dass es natürlich eben auch gleichmäßig verteilt wird. Man muss ja immer bei den koordinativen Übungen darauf achten, dass man das nicht nur einseitig gestaltet, sondern eben für den Körper schön ausgleichend gestaltet. Fangen wir einfach mal an. Ich bin gespannt, wie es jetzt gleich sein wird. Ich muss sagen, hat sogar Spaß gemacht eigentlich. Ich bin jetzt nicht ganz voll geschwommen, aber ich habe schon geschaut, dass ich nicht ganz absauf. Wirklich coole Übung. Vielleicht schwimme ich das nächste Mal 200 Lagen und stelle einfach mal ein Video rein. Probiert es mal aus. Stoppt mal die Zeit oder so. Bin gespannt. Und schreibt mir auch gerne eure Antworten, wie ihr die Übung fandet. Bis dann im nächsten Video. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis bald. Ciao, ciao.